Hallo alle miteinander. Ich hätte hier ein ziemlich großes Päckchen, das es gilt, gemeinsam auszupacken. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was darin enthalten ist. Entweder ist das bei einem neuen Comicladen, den ich für mich entdeckt habe, eine Bestellung oder von einem privaten Anbieter. Aber das müssen wir jetzt mal, hoppala, gemeinsam herausfinden. Weil ich habe mir nämlich andernfalls nichts Größeres bestellt. Wow. Gut verpackt. Und es ist Letzteres. Wir starten mit Ultraverse. Zunächst hätte ich hier Anna Blue, ein Einzelband, wenn ich mich nicht komplett irre. Ziemlich schwer, aber offenkundig, weil es komplett in Farbe ist. Da er recht schmal geraten ist, wird das aber recht unproblematisch sein. Hier sind angestoßene Kanten und jeder Band in meiner Bestellung soll entweder so gut wie neu sein oder nur leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Schon allein beim Auspacken habe ich gemerkt, dass das aber leider nicht der Fall ist, was mich doch ein Stück weit ärgert. Dann geht es weiter mit Cold Band 1. Auch hier, ja, gibt es deutliche Gebrauchsspuren. Der Band selbst scheint in Ordnung zu sein, zumindest das. Aber leider geht es jetzt nur noch bergab. Auch eingedrückt und hier unten, ach, ärgerlich. Und zwar die Legende von Asfario Band 8. Ich verstehe etwas anderes unter leichte Gebrauchsspuren. Also, ich habe auch extra noch mal eben nachgesehen, weil die Bestellung bzw. Rechnung mit Beschreibung ebenfalls im Päckchen enthalten war. Das sind die leichten Gebrauchsspuren. Also, nee, muss wirklich nicht sein. Es geht weiter mit Goblin Slayer Band 5. Der scheint soweit in Ordnung zu sein. Poster ist jetzt aber geknickt worden hier. Schade. Also, das finde ich dann doch ein bisschen blöd. Es geht weiter mit Superlovers, Band 6 und Band 7. Band 6 hat hier einen deutlichen Wasserschaden, also was soll ich dazu sagen? Band 7 hier angestoßen, dann auch etwas eingedrückt oder ich weiß nicht, ob das auch durch Wasser gekommen ist. Keine Ahnung. Es geht weiter mit Egmont, vertreten durch Astra Lost in Space, Band 3 und sieht man es hier vorne besser. Also die ersten paar Seiten inklusive Cover sind jetzt hier eingedrückt, zerknickt worden. Also ja, ich finde es sehr ärgerlich, muss ich gestehen. Es geht weiter mit Devil's Line Band 6. Der scheint, ja gut, hier ein bisschen eingedrückt und etwas angestoßen, aber soweit in Ordnung zu sein. Hier oben ist da aber was. Man's? Mal schauen. Es geht weiter mit Haikyuu Band 22. Ich schätze, hierzu muss ich nicht wirklich etwas sagen. Also, ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Als nächstes hätte ich hier Jujutsu Kaisen Band 6 und Band 11. Soweit, so gut. Möchte den Mund nicht so voll nehmen, aber
Der scheint tatsächlich in Ordnung zu sein. Band 11. Ich krieg hier Tokyo Ghoul Vibes. Der scheint auch soweit. Obwohl, jetzt sehe ich es. Wenn die Kamera will. In Ordnung zu sein, wollte ich sagen, aber im Gegensatz zum Wasserschaden beispielsweise könnte man sowas teilweise auch verkraften. Zu guter Letzt hätte ich hier Kinder des Fegefeuers Band 8 und Band 9. Ein bisschen angestoßen. Hier auch unten etwas mitgenommen. Ansonsten in Ordnung. Selbe Spiel hier mit Band 9 hier oben, aber die Ecke ist betroffen. Ansonsten sehe ich keine Mängel. Damit kann ich leben. Auf jeden Fall, ja, war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch trotz des Gestänkers ansatzweise gefallen, wofür ich mich nochmal entschuldigen möchte und würde sagen, bis zum nächsten Mal.